Hallo Leute! Wir werden... Wir werden jetzt etwas machen, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Und... ja, ihr seht es. The Cafe und Firelina sind da. A.K.A. Busenlilly. Also das ist übrigens die Busenlilly. Die sind auch gerade auf dem Server, also ich bin nicht alleine. Und wir werden jetzt etwas machen, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Denn ich muss mit euch reden. Hallo YouTube, sagt The Caffrey. Und zwar... Ich hab's versaut, Leute. Ich hab's sowas von versaut. Ich hab's sowas von verkackt. Ich hab zwar öfter mal... schon des Öfteren verkackt, aber... Ich hab sowas von heftig verkackt. Ja. Folge 2500, Leute. Okay. Gut, machen wir mal eben so. Mist. Wenn der Caffrey in der Mine ist, dann lassen wir das. Was? Ach lol. Ach komm. Was ist denn jetzt los? Leckt das? Naja. Es laggt tatsächlich. Habe ich bei der Spinne gerade gesehen? Naja. Ich habe sowieso in letzter Zeit irgendwie Probleme mit dem Internet. Vielleicht sollte ich die Route mal neu starten. Keine Ahnung. So, wir angeln mal, Leute. Folge 2500. Ich habe es verkackt, Leute. Eigentlich wollte ich ja eine... Ich war daran, drauf und dran, Leute. Oder ich war sogar schon mittendrin. Hatte es sogar schon geschafft. Eine Illusion zu erschaffen. Und... Naja, diese Illusion habe ich jetzt leider auch selbst zerstört. Ziemlich blöd. Weil ich es verkackt habe, Leute. Ja, was soll ich sagen? Ich behaupte jetzt einfach mal, dass keiner von euch irgendwie, oder die meisten zumindest, nicht blind sein werden. Und die meisten von euch auch lesen können. Oder auch sogar in die Kommentare sehen. Denn da gab es einen, der hat das sofort bemerkt und auch sofort in die Kommentare geschrieben. Oh, cool. Reparaturglück des Meeres 2 und Haltbarkeit 3. Moment mal. Reparatur, Haltbarkeit 3, Glück des Meeres. Ja, lol. Wenn die hier wieder voll ist, benutzen wir die hier zum Weiterangeln. Haben wir die beste Angel nochmal, oder die fast beste Angel nochmal, Leute. Auf jeden Fall. Ja. Er hat's geschrieben. Er hat sogar den Timestamp reingemacht. Wenn ich mich nicht erinnere. Und in Folge 2501, ich habe mir leider den Namen nicht aufgeschrieben. Aber du weißt, wer ist, wenn du... Schlag 1, Unendlichkeit und Behutsamkeit. Geil. Du weißt es, wenn ich von dir rede. In Folge 2501 hat er auch nochmal geschrieben. Hey, ja, die Jenny Imber war doch in Folge 2500 auch dabei. Ja, verkackt, Leute.
Ich habe mich jetzt dazu entschieden, nachdem ich diese Illusion... Es wäre einfach zu schwer, diese Illusion aufrechtzuerhalten. Das wäre eigentlich nur noch eine Lügerei. Gut, war davor auch schon eine Lügerei, aber eine, die Spaß machen sollte. Und jetzt wäre es nur noch eine Lügerei. Die Illusion an sich ist bereits zerstört. Leider schade. Denn Leute, bis Juni, ich glaube 29. Juni 2020, glaube ich, war es. War es nicht mal eine Illusion? Denn ich habe überlegt, was für ein Special könnte ich denn für Folge 2500 machen. Und dann hatte ich die Idee, Leute, ja, ich besiege den Enderdrachen. Ja gut, dann dachte ich mir, das ist irgendwie zu lahm. Was könnte ich machen? Und dann dachte ich mir, oh geil. Es ist ja sowieso nie einer auf dem Server. Und... Ah, Mist, jetzt wäre die Angel wieder ganz. Ich hoffe, sie bleibt ganz. Warten wir mal kurz. Ja, komm. Fisch. Fisch. Wo bleibt er denn? Jetzt, wenn wir warten, kommt natürlich keiner mehr. Ah, da kommt er. Ist zum Glück noch ganz. Also, dann wechseln wir jetzt. Rüstung ist auch noch gut. Okay. Ja, also, was könnte ich denn machen? Es ist ja sowieso nie einer auf dem Server. Also, zu dem Datum waren, glaube ich, Gringer und Nikture, Prozocker und Tyron auf dem Server. Und sonst eigentlich gar keiner. Ja, Darius noch, aber es war halt einfach nie einer auf dem Server. Gringer schaut ungefähr einmal, vielleicht zweimal im Jahr vorbei. Nikture schaut eigentlich nie vorbei, außer... Ja, ich habe sie zumindest noch nie erwischt. Also sie schaut eigentlich nie vorbei. Tyron hat momentan gar keine Lust mehr auf Minecraft und ist deswegen auch nicht da. Und Darius auch nicht. Naja. Und dann dachte ich mir halt, okay, egal. Ich mache das jetzt, ich nutze das aus. Ich nutze diesen Fakt aus, dass ich de facto alleine auf dem Server spiele, obwohl andere theoretisch drauf könnten. Und sage, hey, ich besiege den Enderdrachen alleine. Und weil mir das zu schwer ist, brauche ich Hilfe. Und weil die anderen ja nie da sind und auch nicht in der Aufnahme sein wollen, habe ich jetzt einfach mal so gesagt, hole ich mir Hilfe von mir selbst und reise einfach mehrmals in der Zeit herum, um den Enderdrachen zu besiegen. Und deswegen eben 10-mal Winder, Leute. Schon wieder eine Angel. Mit Haltbarkeit und Reparatur. Die wird danach repariert, Leute. Ja. So der Plan. So. Und natürlich musste ich diesen Plan irgendwie umsetzen. Und es tut mir leid, wenn ich jetzt ein paar Illusionen zerstöre. Für diejenigen, die es nicht bemerkt haben. Für diejenigen, die nicht in die Kommentare schauen. Aber natürlich war ich nicht alleine. Tatsache ist, wir waren dann zu 10 auf dem Server. Also sind jetzt insgesamt 9 Leute, 8 mich nicht eingeschlossen, auf dem Server. Zu dem 10. komme ich später noch dazu. Der kriegt ein extra Kapitel sozusagen. Naja, im Prinzip waren es also... Haben wir uns einen Termin ausgemacht, habe ich gefragt, hey, wer hätte alles Lust, Minecraft zu spielen? Wer hätte Lust, mir zu helfen, mitzumachen, Minecraft Folge 2500? Und ja, also Gring und Nektur haben natürlich gesagt, sie wollen mitmachen. Wir haben uns sogar extra einen Termin ausgesucht am Wochenende. Einen Termin, wo Nektura, die, glaube ich, am Wochenende sogar arbeiten muss, sogar Zeit hatte, als Urlaub hatte. Also haben sich alle Zeit genommen. Nektura war da, Gringer war da, Darius kam leider nicht. Der hat gesagt, ich habe ihn gefragt, er meinte, nein, okay, hört sich geil an, aber ohne mich. Tyron war da, Leute. Und also nochmal Gringor, Nixtura, Tyron. Rikulat spielt jetzt auch Minecraft und ist auf dem Server. Das habt ihr, glaube ich, sogar noch mitbekommen. Das war eben genau da. Also die Larandia auch, die sich ja hier irgendwie Jenny Imber nennt.
Ich finde das, ich finde den Namen Genie immer total blöd. Larandi hat mir tausendmal besser gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das waren 5, mit mir 6. Dann gab es noch den Pro-Zocker natürlich. Der spielt aber auch irgendwie. Er war zwischendrin mal tatsächlich für 2-3 Wochen online. Aber spielt jetzt eher nicht. Das Spiel wurde gespeichert, das gefällt mir. jetzt bin ich bei 7. 3 fehlen noch. Die Busenlilie noch, beziehungsweise Fayalina. Heißt sie ja jetzt. Ich glaube, sie hat sich tatsächlich umbenannt. Keine Ahnung. Dann fehlt noch... Den einen, den lasse ich tatsächlich als... Nenne ich tatsächlich als letzten. Ach, ich nenne ihn jetzt einfach. Yukine war noch dabei. Irgendeinen vergesse ich gerade. Ach, The Caffrey habe ich vergessen. Ups, tut mir leid. Ich habe die sogar hier stehen, aber irgendwie, ich glaube, genau deswegen habe ich dich irgendwie schon mitgezählt gehabt. Die beiden sind natürlich jetzt auch gerade... Sogar gerade online, Leute. Ja. Es ist tatsächlich so. Zu 10 haben wir dann den Enderdrachen besiegt, Leute. Und es, ich habe das sogar aufgenommen. Ich habe das aufgenommen, Leute. Es gibt eine Was geschah wirklich Folge. Und ich hatte geplant, diese Illusion, dass ich das alleine gemacht habe, tatsächlich ein Jahr, 364 Tage lang aufrechtzuerhalten. Oder 65 eigentlich. Und einem Jahr, also wieder am 2. Februar, und zwar 2022. Also der 2.2.2022. Oh, geiles Datum. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Oh, geil. Zufall. Ich wusste nämlich bis vor ein paar Wochen gar nicht, wann die Folge eigentlich rauskommt. Also reiner Zufall. Und ich habe mir gedacht, okay, ich warte einfach ein Jahr ab. Und dann kommt die Was geschah wirklich Folge raus, Leute. Was ich jetzt damit mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht habe ich sie einfach so mal raus, irgendwie versteckt irgendwo. Keine Ahnung. Und, naja. Die nächsten Wochen nicht, denn ich... Warum ist Minecraft so gut im Filme machen? Und... Die machen nur Blockbuster. Okay, Ach, verdammt, das ist so ein blöder Witz, dass er wieder so gut ist. okay, wo waren wir? Ach, genau. Ich werde jetzt erstmal meine Zeit erstmal weiter auf meine Minecraft-Skripte machen. Da kann ich ja nachher noch ein bisschen was erzählen, wo der Stand gerade ist und wie weit ich bin. Okay. Fragen wir warum, ich kann es mir schon denken, aber... Ja, genau, das dachte ich mir. Nein, und das Update auf 1.16 würde ich dann auch gerne mal endlich vollziehen. Das heißt, die Was geschah wirklich Folge, die kommt ein bisschen später, Leute. Also da, für diejenigen, die es immer noch nicht mitbekommen haben, lasse ich die Illusion noch ein paar Wochen. Auch für diejenigen, die diese Folge hier auch nicht mitbekommen, aber... naja. Muss ich mal kurz nachsehen. Minecraft, da steht ja irgendwo der Minecraft-Tag, oder? Tag 120, hä? Nee. Echt? Das stimmt irgendwie nicht. Warte, jetzt hat er die Antwort gegeben. Er rennt viel um den Block. Oh Mann. So, das war's wieder mit Kevs Witze-Stunde. jetzt muss ich doch mal nachsehen. Wo steht denn jetzt hier der Tag? Müsste doch da irgendwo stehen. Tag 120, glaube ich, stimmt nicht so ganz. Egal. Erzähl mir weiter. Auf jeden Fall, wir haben den halt zusammen gemacht, besiegt, Leute. Und die Was geschah wirklich Folge. Es ist übrigens interessant, Larandia hatte ja schon den Erfolg. Und trotzdem habe ich es geschafft, es so da stehen zu lassen, dass der Erfolg. Ja, muss ich noch machen. Heute ist Sonntag, Leute.
Das ist übrigens der Käfer. Also von dem sind jetzt die ganzen Bilder, die ich die ganzen Spruchbilder, von denen ich die ganze Zeit poste hier. Bis auf das letzte, das war von, also wenn ich Folge rauskommt, glaube ich, vorletzte oder vorvorletzte, das war von Rikulat. Aber jetzt geht's wieder weiter mit Kefrey. Kefrey Spruchbildern. Naja, auf jeden Fall. Um diese Illusion eben aufrechtzuerhalten. Oh, das war übrigens eine Heidenarbeit, Leute. Ich hatte die Stimmen von allen, hatte ich aufgenommen. Ich hatte die nämlich alle. Das war echt heftig. Ich hatte einmal meine normalen Kopfhörer für Minecraft. Und dann hatte ich in ihr Kopfhörer, die habe ich erstmal in die Ohr getan, dann meine normalen Kopfhörer drüber. Und die in ihr Kopfhörer waren am Laptop angesteckt, den hatte ich da links. Und da hatte ich die anderen im Teamspeak drin. So dass ich die gehört habe und tatsächlich so antworten konnte und so, als würde ich tatsächlich mir selbst antworten und so. Und habe dort auch die Stimme aufgenommen. Es war ziemlich schwer, die Stimmen alle auseinander zu kennen. Es gibt tatsächlich ein paar Wörter oder Sätze, die ich einfach nicht verstanden habe, weil einfach so durcheinander geredet wurde. Die habe ich dann nicht nachgesprochen, aber ich habe tatsächlich für alle nachgesprochen. Ich habe zum Beispiel für Rikulat, der wollte unbedingt Asgars Stimme. So, das ist die Musik. Ich dachte gerade, irgendwas schießt auf mich. Und oh verdammt. Und ja, dann zum Beispiel der Gringer. Der hat dann diese Stimme bekommen. Also jeder hat eine einzige Stimme von mir bekommen, also 10 Stimmen praktisch. Und ach verdammt. Ich habe heute schon 4 Folgen von Magi Sinbad no Boken gesehen, also The Adventure of Sinbad angesehen. Toller Anime, Magi. Also M-A-G-I. Aber ich habe heute schon Staub gesaugt, ich war heute schon Zeitung kaufen, ich habe heute schon Geschirrspüler ausgeräumt. Und ich habe meine Nichte, die hat übernachtet übers Wochenende, habe ich heute schon nach Hause gefahren. Und ja. Also ich habe schon einiges gemacht, Leute. Jetzt noch aufnehmen, später noch hochladen. Ich habe vor, heute noch zu bügeln. Also ich bin nicht nur am Anime-Suchten. okay, aber weiter im Text. Und machen wir mal kurz wieder Time. Mist. Ach Mann, der Käfer bringt mich jetzt die ganze Zeit durcheinander. Ich will ja eigentlich erzählen. Wo war ich denn jetzt? Ach genau. Ja, Leute, wir haben dann halt. Also Gringo, Nictura und Taran und sind weiterhin so gut wie nie auf dem Server, Leute. Machen wir jetzt mal kurz. Kefrey und Busenlili oder Firelina, das ist ein bisschen schwer zu merken. Das wird ein bisschen dauern, bis ich den Namen darauf habe. Busenlili ist viel einfacher zu merken. Finde ich zumindest. Die sind tatsächlich. The Kefra und Firelina sind. Oh, jetzt ging es tatsächlich gut. Sind alle paar Wochen mal für ein paar Stunden drauf. Oder ein paar Stunden die Woche. Reklat und Larandia hingegen, die suchten fast Minecraft. Die waren bis zu dem Special. Sie haben sich auch wirklich kurz vorher erst das Spiel gekauft, weil sie sich dachten, Minecraft. Also, sie haben mir zugesagt, aber Minecraft. Haben sich dann halt gekauft, waren dann dabei und dann. Sie suchten es praktisch, Leute.
Und sie hört eigentlich nur auf Minecraft zum Spielen. Also, natürlich hat sie auch für andere Sachen auf Minecraft zu spielen, aber wenn sie zocken, dann fast nur Minecraft und nur manchmal ein bisschen WoW oder so. Ja, da kam irgendwie die neue Erweiterung raus, dann haben sie WoW gezockt. Ansonsten wirklich fast nur Minecraft. Ihr solltet mal deren Insel ansehen. Ich habe sie selbst nicht mehr gesehen, seit einem halben Jahr nicht mehr, weil ich dachte, ich will mich selbst überraschen lassen. Ich war auch schon bei Kefrey und Fayalina nicht mehr. Weil auch da wollte ich mich überraschen lassen, was die dann alles so gebaut haben. Naja, auf jeden Fall. Prozocke war tatsächlich ein paar Wochen online. Ist umgezogen, Leute. Von einem Berg zwischen Tempelberg und Tyrants Festung. Das hat er alles abgebaut, hatte gesagt. Und ist umgezogen. Und ist jetzt am Festland neben der Insel von Rikulat und Larendir. Die haben da eine Brücke gebaut. Da hat er ein geiles Haus gebaut. Gefällt mir wirklich sehr. Und seitdem war er nicht mehr online. Oder so gut wie gar nicht mehr. Daraus ist auch weiter nicht online. Zu Yukine komme ich später noch. Auf jeden Fall. Ich wollte halt aber weiterhin diese Illusion aufrechterhalten, Leute. Es spielt einfach keiner mit mir Minecraft. Es will einfach keiner da sein. Und deswegen habe ich gesagt, Leute, wir verarschen euch jetzt. Also die YouTuber, alle die zusehen. Indem wir diese Illusion weiter aufrechterhalten. Und sagen jedes Mal, ich sag jedes Mal Bescheid, wenn ich aufnehme. Und dann geht bitte nicht auf den Server während der Aufnahme. Ich sag dann auch, wenn ich fertig bin. Ein paar Mal habe ich es vergessen, aber meistens habe ich es tatsächlich gesagt. Wenn ihr da bereits auf dem Server seid, dann geht doch bitte runter. Und hat wirklich sehr gut geklappt. Einmal war die Larendir, ich glaube das erste Mal oder zweite Mal war tatsächlich die Larendir dann drauf. Und ist dann auch wieder runter. Weil sie es nicht gelesen hatte. Aber ansonsten hat das recht gut geklappt. Und ich habe auch immer wieder gesagt, ja, die kommen einfach nicht auf den Server. Ich habe einmal gesagt, dass der Rikulat mal eine halbe Stunde online war, aber stimmt eigentlich nicht, Leute. Also vor allem Rikulat und Larendir, die waren eigentlich 7:24 waren die da drauf, so ungefähr, gefühlt.